Ich sehe, ich fühle, ich erinnere. Die Erinnerung ist unser Haus, in dem wir leben. Sie ist unsere persönliche Wahrheit, die uns Halt gibt. Bei diesem deutsch-französischen Ausstellungsprojekt begegnen sich zwei Künstlerinnen, Lili Pinault und Pauline Zenk, und zwei Autoren, Celia Burgdorf und Louis Hautefort. Dichter und Künstler arbeiten im Tandem. So werden die Bilder der Künstlerinnen von poetischen Kommentaren begleitet. Wie Janus, der doppelköpfige Gott, der ja auch zwei Masken trägt, eine vorne, eine hinten, eine um in die Zukunft zu gucken und eine um in die Vergangenheit zu gucken, arbeite ich viel mit Bildern des kollektiven Gedächtnisses, also Bilder der Erinnerung, die aber gleichzeitig vielleicht auch Bilder der Zukunft sind. Das Thema ist die Erinnerung, die persönliche Erinnerung und die gemeinsame, die kollektive Erinnerung. Es ist eine Spurensuche in Bildern und Texten, geprägt von aktuellen Ereignissen, persönlichen Rückblicken und geheimnisvollen Bezügen. In der Ausstellung geht es um die Verflechtung zwischen persönlicher Geschichte und die Erinnerung, die man auch kollektiv als Gesellschaft hat. Und da spielt auch der Dichter eine ganz besondere Rolle, weil er durch seine Sensibilität und sein Gespür die Sachen spürt, die einen als Individuum und auch als Gesellschaft beeinflussen. Und er zeigt halt, wie halt das persönliche Schicksal mit der Geschichte, mit der größeren Geschichte verbunden Die ist. Künstlerinnen schöpfen aus dem Vollen, die Autoren reduzieren. Es bleibt eine wertvolle Essenz. Moi, ce qui me motive en écriture et les raisons pour lesquelles j'écris, c'est un petit peu d'essayer de déplacer les lignes, les champs de la cognition. Et c'est presque ce que je vais produire, c'est comme si j'essayais de créer un peu de trouble, d'instaurer de la diversité, de casser quelques fictions perceptives ou cognitives qui nous obligent à voir, à sentir et à se souvenir de choses déjà établies avant nous, comme s'il y avait une perception officielle et une mémoire officielle qui structurait tous nos gestes finalement. Ein Ausruf, ein Hinweis auf eine drohende Gefahr, eine Liebe, die vergeht, ein Sehnen nach neuer Energie. Ein kurzer Augenblick wird wichtig. Du coup, le titre de l'exposition, moi, il m'évoque la question de la mémoire. Il y a pas mal d'œuvres qui sont tirées des archives municipales de Toulouse autour de mai 68. C'est des photographies d'André Cros que j'ai utilisées. Du coup, je me les approprie et je réinterprète l'œuvre photographique. Ein immer wiederkehrendes Motiv der künstlerischen Arbeiten ist die Maske und ihre wechselnde Bedeutung. Die Maske als Vermummung, als Versteckspiel mit Freunden oder als Schutz vor dem Virus. Pauline Zenk untersucht in ihrer Malerei historische und aktuelle Kontexte. Mit Einfühlungsvermögen und Melancholie erkennt sie die Beschwerlichkeiten der menschlichen Existenz. Les raisons qui m'ont porté à aimer le travail de Pauline sont l'attaque frontale qu'elle a de sujets lourds, je dirais lourds. Et je dirais même que c'est presque une peinture de purification, c'est-à-dire une peinture où très tranquillement, dans beaucoup d'exubérance, beaucoup de folie, cette jeune artiste apporte les problèmes que les différentes époques ont traversés. Jedes Bild hat ein Geheimnis und es gibt immer mehrere Möglichkeiten, es zu lüften. Ein kurzer Blick vom eigenen Innen nach außen in die aktuelle Welt. Gibt es eine Lösung für das Geheimnis? Finden Sie es heraus. Also kalt würde ich mindestens, aber auch ein bisschen, weil ich bin an der Abendwelt. Das ist irgendwie so.
Dankeschön. Oh.